scheibenähnliche metallische Objekte hoch über der Wolkendecke, auf den Aufnahmen aber nur als leuchtende Punkte zu erkennen. Doch die Zeugen, die es mit ihren eigenen Augen sahen, sprechen von silbernen, diskusförmigen Scheiben, mindestens genauso groß wie die Passagiermaschine, in der sie sitzen. Und damit hallo, meine Lieben, zu einer sehr interessanten Aufnahme von UFOs über New Mexico und noch einem viel faszinierenderen Bericht. Denn dieser erzählt uns auch von dem, was nicht auf dem Video festgehalten werden konnte. Noch interessanter ist, dass sich nun auch die MUFON der Sache angenommen hat. Wir schauen uns heute diese seltsamen Aufnahmen ganz genau an und was uns der Zeuge berichtet, der sie mit seinen eigenen Augen sah. Wie immer direkt nach dem Intro. Am 4. Mai dieses Jahres flog eine Passagiermaschine der American Airlines von Charlotte in North Carolina aus zum LAX, zu dem großen internationalen Flughafen in Los Angeles in Kalifornien. Während des Fluges über New Mexico sollte das Flugzeug aber nicht alleine bleiben. Einer der Passagiere sieht draußen in der Ferne 6 leuchtende Scheiben. Diese seltsamen Objekte schweben hoch über der Wolkendecke, auf gleicher Höhe der Maschine. Zeugen werden später berichten, dass diese Objekte, was immer sie auch waren, mindestens die gleiche Größe wie das Passagierflugzeug selbst besaßen. Einige derer, die die Objekte mit ihren eigenen Augen beobachten konnten, beschreiben die Anordnung der leuchtenden Kugeln als eine militärische Formation. Doch seien sie alles andere als etwas Bekanntes. Es sei eher so, als würden diese Lichter etwas nachahmen, als würden sie sich tarnen wollen, auf dem Radar als etwas Bekanntes erscheinen wollen. Die Beschreibung des Mannes, dem wir auch die Filmaufnahmen zu verdanken haben, lässt uns nur erahnen, wie seltsam sie wirklich waren. Er spricht von pulsierenden Lichtern, einer völlig anderen Wahrnehmung, wenn man sie statt mit dem Auge durch die Kamera betrachtete. Was wir hier nur als orange oder gelbliche Lichter sehen, hätten eine scheibenähnliche Form besessen, einen silbernen Rand, diskusförmig. Nach monatelangem Überlegen wurde das Video schließlich am 9. Oktober bei der MUFON eingereicht, also bei dem Mutual UFO Network. Dort trägt der Fall die Aktennummer 134621. Noch wurden die Aufnahmen nicht analysiert, doch scheinen sie den Ermittlern so interessant vorzukommen, dass sie sie nun schon im Vorfeld veröffentlicht haben, zusammen mit einer sehr präzisen Zeugenaussage. Eine ausführliche Beschreibung dessen, was auf den Aufnahmen zu sehen ist, aber auch das, was auf dem Video nicht zu sehen ist. Wir schauen uns jetzt diese sehr beeindruckenden Aufnahmen einmal genauer an, insbesondere den ausführlichen Bericht des Zeugens bzw. die Beschreibung des Filmers. Soweit bekannt ist, haben es auch viele andere Passagiere miterlebt und man kann davon ausgehen, dass weitaus mehr Menschen es gefilmt haben, aber eben nicht damit an die Öffentlichkeit gingen. Nur ein paar wenige haben sich bisher auf die Nachfrage der MUFON gemeldet, wobei auch der Zeuge, der sein Video nun an die MUFON übergab, bisher anonym bleiben will. Ich selbst halte das Video keineswegs für einen Fake und die MUFON kontrolliert da auch immer sehr akribisch, bevor sie überhaupt etwas veröffentlicht. Wir können also davon ausgehen, dass das, was wir da gleich sehen werden, wirklich dort war. Was es aber gewesen sein könnte, dazu kommen wir dann später noch. Lasst uns erst einmal die Aufnahme an sich anschauen, damit sich jeder von euch auch ein eigenes Bild machen kann. Ich habe euch diesen Zeugenbericht zusammen mit dem Video mal etwas spannender aufbereitet, denn dieser ist tatsächlich recht ausführlich, aber seht am besten einfach mal selbst. Am 4. Mai 2023 war ich an Bord eines American Airline Fluges, der von Charlotte, North Carolina nach Los Angeles, Kalifornien startete.
Gegen 17.25 Uhr MDT beobachtete ich 6 bis 7 scheibenförmige leuchtende Objekte vor meinem Kabinenfenster, die in unmittelbarer Nähe unseres Flugzeugs nach Westen flogen. Die Objekte erschienen zunächst in 3 Reihen, jeweils 2 übereinander gestapelt. Die obere und untere Reihe folgten leicht der mittleren Reihe, da die Objekte, die sich neben unserem Flugzeug bewegten, langsam eine stagnierende gerade Linie bildeten. Unser Flugzeug flog mit einer Fluggeschwindigkeit von etwa 490 Meilen pro Stunde und etwas mehr als 30.000 Fuß über dem Meeresspiegel, über dem Bundesstaat New Mexico, in der Nähe von Taos. Diese Objekte hielten für die Dauer der Sichtung mit unserem Flugzeug Schritt und schienen zu keinem Zeitpunkt aufzusteigen oder abzusteigen. Als ich die Objekte zum ersten Mal sah, hatten die von ihnen ausgehenden Lichter eine leuchtend gelb-orange Farbe mit einem flammenähnlichen Aussehen. Die von den Objekten ausgehende Lichtquelle schien in gleichmäßigen Abständen zu pulsieren. Wenn die Lichtquelle zeitweise schwächer wurde, konnte ich auf 2 der Objekte einen reflektierenden silbernen Rand erkennen. Dieser Rand lief an beiden Enden des Objektes spitz zu. Sie schienen scheibenförmig oder zylindrisch zu sein. Nachdem ich sie mit bloßem Auge beobachtet hatte, begann ich sie gegen 17.26 Uhr MDT mit meinem Telefon zu filmen, das in 4K-Qualität aufzeichnet. Diese Objekte schienen einen gelblich-weißen Schimmer zu haben, wenn man sie durch die Kamera meines Telefons betrachtete. Im Gegensatz zu der gelblich-orangen Farbe, wenn man sie mit bloßem Auge betrachtete. Nachdem ich die Objekte 1 Minute und 22 Sekunden lang aufgenommen hatte, beendete ich die Aufnahme und begann mit dem Fotografieren. Während ich die Fotos machte, begannen sich die Objekte zu verschieben und bildeten schließlich eine stagnierende gerade Linie, wobei sich die beiden Objekte in der oberen Reihe nach vorne und die beiden unteren Objekte in die hintere Position bewegten. Diese 6 Objekte würden schließlich in eine große Wolkenbank gelangen, in der die von den Objekten ausgehende Lichtquelle durch die Wolken sichtbar wäre. Als sie einer nach dem anderen die Wolkenbank verließen und immer noch in Richtung Westen reisten, leuchteten sie kurz auf und verschwanden direkt vor mir. Ich habe nicht gesehen, wie die Objekte nach dem Ausschalten der Lichter auf- oder abgestiegen sind. Der interessanteste Aspekt ist natürlich der, was der Zeuge sah, als das Licht zeitweise schwächer wurde. Ein silberner Rand, wie er sagt. Damit wäre auch die Erklärung einer Luftspiegelung nahezu ausgeschlossen. Unter diesem gleißenden Licht muss sich etwas Massives befunden haben. Etwas Metallisches, das in der Lage war, das Sonnenlicht zu reflektieren. Leider kann man genau dies nicht auf dem Video sehen, sondern nur eben diese weiß-gelblichen Lichter. Und so versucht man es derzeit dann eben doch mit einer Art Fata Morgana zu erklären. Stammen sollen diese Lichter von der weltgrößten Solarthermieanlage. Und tatsächlich liegt sie auch in New Mexico, besser gesagt in der Mojave-Wüste. Das von dieser reflektierte Sonnenlicht soll sich über 9 Kilometer hoch in den Himmel über den Wolken manifestiert haben, eben diese 30.000 Fuß Flughöhe. Warum es aber 6 oder 7 Lichter sind und warum der Zeuge von metallischen Objekten spricht, ja, das kann bisher uns auch keiner erklären.
Was haltet ihr von diesen Lichtkugeln? Sind sie nur das reflektierte Licht der Solarpaneele? Oder dann doch etwas, das einfach nicht von unserer Welt stammt? Was war dieser metallische Rand? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann liked und kommentiert es doch. Und wer noch nicht abonniert hat, der aktiviert jetzt die Glocke. Wir sehen uns dann morgen schon wieder, hoffentlich dann nicht ganz so heiser wie heute. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.